So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go und es fällt gar nicht auf, dass ich immer zu an derselben Stelle stehe, mit derselben Einstellung, mit demselben Pullover, weil ich den ja jeden Tag anhabe. Oder ich vielleicht einfach 10 Videos am Stück gedreht habe, weil heute Sonntag ist, war, weil wenn ihr das seht, ist kein Sonntag mehr. Und deswegen ich gleich 10 Videos vorbereitet habe für die nächste Zeit. Und heute wollen wir wieder was Besonderes machen, denn es geht um das Thema Shinies und da habe ich ja immer... bin ich immer darauf bedacht, eben die ganze Familie auf der Hand zu haben. Manche, die haben ein Shiny von was Bestimmten, dann entwickeln die das permanent, dass sie es auf der letzten Stufe haben, dass alle Einträge im Pokédex vorhanden sind und dann sind die glücklich damit. Ich versuche ja trotzdem immer, die ganze Familie auf der Hand zu haben, sprich die erste Stufe, die zweite Stufe, die dritte Stufe, dass man die so als lebendigen Pokédex im Beutel hat. Heute wollen wir uns also mal Raupi anschauen, wie ihr dem Titel entnehmen könnt. Da suchen wir das einfach mal, geben Raupi ein und haben 3 Shiny Raupi zur Verfügung. Eins werden wir so lassen, nämlich das hier, das kleinste. Das lassen wir, wie es ist. Das größte machen wir zu einem Smetbo und das mittlere machen wir zu einem Safcon. Jetzt gehen wir erstmal auf das mittlere und entwickeln das einmal zu Shiny Safcon. Was ich auch richtig cool finde, weil da sieht man den Unterschied ganz klar und deutlich. Bei vielen ist das ja nicht so. Da ist der Farbaspekt so geringfügig kleiner, da könnt ihr kaum den Unterschied sehen. Aber hier dieses knallende Orange. Sieht einfach richtig genial aus und deswegen wäre halt traurig, wenn man nur eins hat und das dann entwickelt zur letzten Stufe, dann habt ihr einfach kein knalliges blutorangen Safcon mehr in eurem Team. Apropos, das nennen wir jetzt auch mal um in blutorange, fertig. Und, oh, jetzt ist es weg, oh mein Gott. Jetzt nehmen wir natürlich noch das Raupi und entwickeln das. Ihr seht jetzt hier ist das schon eingetragen, weil das Safcon Shiny haben wir ja jetzt im Pokédex und machen daraus jetzt also das Shiny Smetbo, dass wir alle 3 auf der Hand haben und dass man immer was zu sehen hat. Ah, da ist es nochmal. Jetzt hätte ich gleich mal auf die WP achten müssen. Irgendwie erscheint es nämlich mit 156, wie viel hat es davor gehabt? 155, ihr seht, da ist der Multiplikator also sehr hoch. 1888 Bonbons haben wir noch. Und jetzt die letzte Stufe zum Shiny Smetbo machen. Obwohl ich Shiny Smetbo jetzt nicht so schön finde, das ist zwar extrem auffällig natürlich, aber ich finde diese Farbkombination ist einfach viel zu heftig, viel zu krass. Dieses Lilane und Pinke gemischt und dann plötzlich diese grünen Augen dazu. Ja, kann man machen, sieht aber extrem abnormal aus. Beim Safcon finde ich das cool, dass dieses Grüne einfach eingedeckt ist und in ein Orange getunkt. Smetbo halt sehr speziell. Fällt aber natürlich auf, auch wenn es zu krass ist. Habt ihr auch ein Shiny Raupi? Habt ihr ein Shiny Safcon? Oder habt ihr ein Shiny Smetbo und sammelt ihr immer die Familie? Oder reicht es, wenn ihr ein Shiny habt und entwickelt das dann komplett durch für die Pokédex-Einträge? Schreibt es mal in die Kommentare, zeigt mal eure Shiny-Sammlung. Welches Shiny findet ihr am coolsten, welches Shiny findet ihr am hässlichsten? Da gibt es ja immer so viele Meinungen und Vorschläge dazu. Das war es aber von meiner Seite aus. Müssen noch mal drauf drücken. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.